Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2, 1 gegen 1 als Zerg. Muss mir noch überlegen, wie die Serie genau heißt. Gegen einen Platin. Protoss, glaube ich, war es. Auch schon wieder Zerg TV. Die hatten wir doch früher schon immer. Nicht irgendwie eine russische Caster-Geschichte? Naja, mal gucken. ZVP, das erste Mal jetzt, dass wir ZVP haben. Am letzten Mal hatten wir ja zweimal ZVT. Bauen wir mal ein paar Overlords, beziehungsweise ein. So, sehr schön. Man sollte jetzt meinen, dass ich vielleicht im ZVP ja einen Vorteil habe. Ich muss uns hier mal kurz besorgen, dass es nicht so blinkt. Das sieht nämlich hart aus meinem Augenwinkel. Weil ich ja normalerweise Protoss spiele. Aber ich glaube, das wird nicht so sein. Denn ich werde wahrscheinlich harte Probleme haben gegen vieles, was er mir entgegenwirft. Aber hey, das gehört auch dazu. So, er war früh da. Wir gucken mal, ob er mich kennenrusht. Das sieht nicht so aus. Gut. Das ist doch schon mal nett. Fährt auch zurück nach Hause. Du kannst erstmal oben bleiben. So. So. Komm, wir brauchen ein Ei. Dankeschön. Eier, wir brauchen Eier. Gut, ist gleich fertig. Dann machen wir zwei. Also. Also gleich zwei Queens. Zwei Linge bauen wir auch. Weiß gar nicht, ob ich die beim ZVP nicht am Anfang ein bisschen skippen kann, solange bis Adepten kommen können. Aber es kann natürlich sein, dass er uns... Naja, und Zeratorest, kein Mensch im ZVP, PVZ, meiner Sicht gesehen. Also ich glaube, eigentlich kann ich die ersten vier Linge erstmal sparen und dann direkt auf sechs gehen, ein Stück früher, Stück später. Wir holen uns direkt zwei weitere Queens, glaube ich. So, und gehen dann gleich auf die dritte. Jetzt hier auf jeden Fall mal dringend gucken, ob da was kommt. Das ist gefallen. Besteht. Ist noch keine Energie. Oh, ich hasse es. Warum nimmt er jetzt hier die Drohne mit? Das solltest du nicht tun. So, jetzt gehen wir auch schon. Ein Gateway. Und ich hätte gern Overlord Speed. Zwei Adeptis. Ich glaube, wir kommen die noch durch. Also. Okay. Metamorphose abgeschlossen. Wir bräuchten jetzt dringend einmal die Bestätigung, was da kommt. Sind eine hier Gateways, überhaupt Stalker?
Hier habe ich noch keinen Tick gefunden. Spread ist nicht so geil. Aber wir haben immer noch keine dritte bei ihm. Das heißt, wir brauchen jetzt Einheiten. Das ist schlecht. Und jetzt dringend Einheiten. Wann sind denn die Overlords da? Bitte. Ich weiß nicht, ob ich Upgrades nehmen soll. Das ist eigentlich ein Fehler, aber wir nehmen jetzt erstmal Linge. Ich kann mir vorstellen, dass er... Aber was pusht der denn hier? Er hat keine Echse oder hat er eine Hidden Base? Ist natürlich auch noch möglich. Ich kann jetzt keine vierte nehmen. Ja, nicht mal eine dritte hat. Was bist du eigentlich hier? Du könntest ja auch mal vielleicht ein bisschen Creep spreaden. Aber was ist das hier? Warum kommt hier nichts? Er wollte jetzt die Echse nehmen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Guard Shrine, okay. Ja, auch nicht schlecht, aber das wollte er nicht gar nicht. Ja, brauchst halt einfach nicht. Mutation abgeschlossen. So, warum nehme ich die überhaupt? Das ist ja völliger Schwachsinn. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Wir sollten Hive-Tech vorbereiten. Da kommt ein Warp Prism. Ein Overseer bitte hier rein. Damit versucht er mich wahrscheinlich abzulenken. Das ist egal, wir zwei haben sicherlich genug Static Defense. Okay, so wir haben diese Upgrades, das heißt wir können jetzt Einheiten pumpen. Wir brauchen mehr Overlords. Overlords müssten auch gleich kommen. Ungültiger Befehl. Mutation abgeschlossen. Wir brauchen mehr Vespingas. So. Vielleicht mal einmal auf die Upgrades klicken sollen. Aber hey.
Die Upgrades liegen auf falschen Hotkeys. Ich habe meine Hotkeys umgestellt, aber offensichtlich waren die noch falsch, weil ich glaube, ich das letzte Mal sehr gespielt habe, als es die noch gar nicht gab, diese Upgrades. Da kommt er. Warum grabt ihr euch nicht aus? Weil das wiederum ein anderer Hotkey war. Naja, also das kann man auch noch deutlich cleaner spielen, würde ich sagen, aber hey, hat funktioniert. War doch ganz schön. Er hat aber auch echt viel Armee hier einfach weggeschmissen, ne? Obwohl er weniger hatte. Platin 3, naja. Aber ich denke, das wird sich jetzt auch korrigieren. Zumal er ja auch Diamond 2 zweimal war. Naja, gut, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts ist zur Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und da wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.